Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Eure Konstellationen stehen auch im November gut für Partys und Geselligkeit, was natürlich für die Singles unter euch viele Flirtgelegenheiten mit sich bringt. Doch es geht auch eine Menge kosmische Energie in eure Ziele und Pläne, denen ihr euch mit Liebe und Leidenschaft widmet. Für die Singles unter euch kann sich ein Flirt oder eine Liebelei mit jemandem ergeben, den ihr im Zusammenhang mit eurem Business kennenlernt. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen näher an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, mit den langfristigen Transiten. Und neu und wichtig ist, dass ab dem 9. November und bis zum 6. August 2018 die Lilith das Zeichen wechselt. Die geht nämlich in den Steinbock und damit in euer 12. Sonnenhaus. Mit ihrem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit hat sie auch eine gewisse Wassermann-ähnliche Energie. In eurem 12. Sonnenhaus kann sie eure Ausrichtung und euer Interesse an bestimmten spirituellen Themen verändern und euch neue Inspirationen bringen, vielleicht sogar euer Interesse an alten Ritualen und weiblicher Magie wecken. Alles über diesen wichtigen Transit und wie er sich für euer Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Videospecial Gehe deinen eigenen Weg. Nächster wichtiger Aspekt für euch ist das Quadrat zu Jupiter. Der ist ja im Oktober in den Skorpion gegangen und steht jetzt für euch im 10. Sonnenhaus. Das ist zwar ein Quadrat, also schon eine Anspannung, aber es ist halt Jupiter, der große Wohltäter. Und das kann euch jetzt viel bringen, nämlich Expansion und Weiterentwicklung für eure Karriere. Ihr könnt Anerkennung bekommen und Aufmerksamkeit. Ihr habt die Möglichkeit aufzusteigen und bekommt berufliche Angebote. Außerdem empfindet ihr auch einfach eine Zuversicht und einen Glauben an den eigenen Erfolg. Und das wirkt natürlich auch immer überzeugend auf andere. Es geht darum, Ziele zu erreichen. Ihr habt ein glaubwürdiges Auftreten. Und dieser Transit ist sehr gut, falls ihr euch selbstständig machen wollt oder als Selbstständige ein neues Produkt auf den Markt bringen wollt. Unterstützung von Ämtern bekommt ihr damit auch und einfach ganz allgemein Respekt. Im November spüren das besonders die Geburtstagskinder vom 24. bis 30. Januar. Dann auch super wichtig für euch die Opposition zu Mondknoten. Der steht ja hier für euch im Löwen, während der absteigende Mondknoten bei euch im Zeichen steht. Und das bringt Veränderungen, wichtige Veränderungen im Leben mit sich. Vor allen Dingen könnt ihr jetzt sehr spannende neue Leute kennenlernen, die für eure Zukunft wichtig sind. Und weil der absteigende Mondknoten bei euch selbst im Wassermann steht, bedeutet das, dass ihr euch mit der Vergangenheit verbinden könnt und die Chance bekommt, noch etwas zu tun, was ihr bisher noch nicht in Angriff genommen habt. Es bedeutet auch, dass ihr glücklicher werdet, wenn ihr euch auf euer Gegenüber bzw. euren Partner einstellen könnt. Sehr schöner Aspekt. Und den spüren, Moment, habe ich hier aufgeschrieben, den spüren jetzt die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und dem 11. Februar Geburtstag haben. Aber ihr müsst dazu wissen, dass der Mondknoten einen sehr großen Orbis hat. Also das erfasst auch alle Wassermanngeborene eigentlich, ne, dieser Aspekt. Genau, dann haben wir noch, auch sehr interessant, den ganzen Monat über Saturn und Uranus, das sind ja eigentlich so ein bisschen so Kontrahenten, aber die stehen jetzt in einem Harmonieaspekt. Uranus hier bei euch im 3. Haus und der Saturn bei euch im 11. Haus. Das ist eine ganz schöne Konstellation, damit kann man nämlich neue Ideen gut manifestieren. Weil hier sind die Ideen, Uranus gerade bei euch im 3. Haus, ne, so Geistesblitze, tolle Einfälle und hier ist die Kraft mit Saturn, das auch was draus zu machen und dabei können euch unter Umständen auch eure Freunde helfen oder Gleichgesinnte oder Leute aus eurem Netzwerk, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und diesen Aspekt empfangen im Februar die Geburtstagskinder vom 12. bis 17., Entschuldigung, im November natürlich, aber die Geburtstagskinder vom 12. bis 17. Februar. Kommen wir damit zu euren aktuellen Konstellationen. Und der Monat geht los mit der Sonne, Merkur und Jupiter bei euch, alles im 10. Haus der Karriere.
und im Quadrat zu eurer Sonne. Also das ist schon eine sehr anregende Energie, die euch eben anregt, was für euren Beruf zu tun, für euer Fortkommen zu tun und auch wirklich glückliche Entwicklungen anzeigt. Dann haben wir die Venus, die steht in einem harmonischen Aspekt zu eurer Sonne, jetzt in der dritten Dekade in der Waage, das ist super schön. Und auch der Mars steht in der Waage in der ersten Dekade, auch sehr günstig zur Wassermannsonne. Das heißt also, die Flirtplaneten sind Anfang des Monats voll auf eurer Seite. Und das ist natürlich super. Und deswegen habt ihr auch gleich am 1. November einen Top-Tag. Und diesen Feiertag werdet ihr genießen können. Besonders, falls ihr den Tag genutzt habt, um zu verreisen. Denn unterwegs könnt ihr jemand Tollem begegnen. Oder, falls ihr mit eurem Herzallerliebsten unterwegs seid, viel Spaß haben. Die nächste spannende Konstellation ist dann der Vollmond. Geht eigentlich schon am 3. los, so in der Nacht vom 3. auf den 4. Der Vollmond ist dann am 4. morgens um 6.22 Uhr exakt. Und das Ganze auf der Achse Skorpion, hier ist der Mond im Stier und Skorpion steht ja die Sonne, ne, der Vollmond dann, also in Spannung auch auf die Wassermannsonne. Und das ist eine sehr interessante Vollmondkonstellation für euch. Die kann sehr lustvoll sein und wahrscheinlich auch sehr schlafraubend. Denn wir haben außerdem eben noch die Venus, die steht in einem prickelnden Spannungsaspekt zum Uranus und das eben beides im günstigen Aspekt auf die Wassermannsonne. Also deswegen, wenn ihr keinen Schlaf findet, dann ist das ganz normal. Besonders wenn ihr einen Partner aus dem Zeichen Widder, Löwe oder Waage habt, werdet ihr bestimmt kein Auge zutun. Wozu auch? Schließlich läutet die Vollmondnacht ja von Freitag auf Samstag dann das Wochenende ein. Für Singles ist es auch sehr prickelnd mit dieser Venus-Uranus-Spannung. Wenn ihr rund um den Vollmond jemand Neues kennenlernt, dann kann sich daraus auf die Dauer sogar etwas Ernstes entwickeln. Auch wenn vielleicht am Anfang dies oder jenes nicht zu stimmen scheint, kann es doch am Ende ein romantisches Happy End geben. Dann haben wir am 5. November auch einen günstigen Aspekt für euch. Da tritt nämlich dann der Merkur in den Schützen, guter Aspekt zum Wassermann. Und dann macht sich ein optimistisches Denken breit. Und das passt natürlich sehr gut zu euch. Am 7. November geht dann die Venus auch in den Skorpion und damit dann hier auch in euer 10. Sonnenhaus und bis zum 15. November durch die erste Dekade. Und das bringt für euch also ein freundliches und gewinnendes Auftreten, was euch beruflich sehr gut weiterhilft. Ihr überzeugt bei Präsentationen oder Auftritten oder auch Verhandlungen durch Charme und ihr arbeitet auch gern mit anderen zusammen. Die Venus aktiviert damit natürlich auch den Glücksplaneten, der ja jetzt für ein ganzes Jahr eure Karriere fördern kann. Ihr dürft euch nur nicht auf euren Lorbeeren ausruhen und faul werden oder auch zu viel an Geld oder Zuwendung verlangen. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn sich die beiden Wohltäter Venus und Jupiter treffen und die stehen ja in Spannung zur Wassermannsonne. Ihr müsst also auch diese Übertreibungsneigung im Auge behalten. Aber sonst ist das super für euch. Dann am 8. Den Übergang noch von Mars, der geht dann in die zweite Dekade, in den guten Aspekt zu euch. Und am 9. November geht ja dann die wilde Göttin Lilith in den Steinbock und damit in euer 12. Sonnenhaus. Wie gesagt, schaut euch dazu bitte mein Special Gehe deinen eigenen Weg an. Da gehe ich auch darauf ein, was die Konstellation für euer Sternzeichen bedeutet. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch. Und zwar Freitag, den 10. November und Samstag, den 11. November. Und da steht nämlich der Mond in eurem Partnerhaus und aktiviert den Mondknoten. Zeit, dem Seelenpartner zu begegnen, falls ihr noch Single seid. Ganz allgemein könnt ihr in diesen Tagen tolle Menschen treffen, die für eure Zukunft wichtig werden. Auch in geschäftlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht. Ja? Wenn ihr Karneval mögt, dann lasst es doch am 11.11. so richtig krachen. Der Karneval hat schon so manche Beziehung gestiftet. Und dann kommt vom 13. beginnend bis zum 20. November eine ganz heiße Phase. Da kommen lauter fantastische Romantikaspekte mit der Venus und die steht nun ausgerechnet bei euch im Haus der Karriere. Es kann euch also wirklich passieren, dass ihr euch in jemanden verliebt, mit dem ihr geschäftlich zu tun habt oder auch eine Figur aus dem Vorstand. Warum auch nicht? Die glücklichen Konstellationen lassen vermuten, dass sich aus so einer Verbindung durchaus etwas Schönes entwickeln kann, was euch möglicherweise sogar beruflich voranbringt.
Wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht eure ganze Liebe in eure Karriere investiert und den Herzallerliebsten darüber so ein bisschen vernachlässigt. Ihr müsst also eurem Partner zeigen, dass er euch wichtig ist. Und während dieser Zeit geht dann am 15. November die Venus in die zweite Dekade. Ja, dann haben wir vom 14. bis zum 19. eine Spannung von Mars zu Pluto. Das ist eine sehr aggressive Energie. Die Wassermannsonne ist davon jetzt nicht so betroffen. Im Gegenteil, vielleicht könnt ihr eure Unterstützung anbieten, wenn Freunde von euch Konflikte haben. Aber ihr könnt natürlich durch einen Partner mit dieser Spannung in Berührung kommen. Besonders, wenn es jemand aus den Zeichen Widder, Waage oder Steinbock ist. Bestimmt findet ihr eine originelle Lösung oder es fällt euch etwas ein, wie ihr euren Herzallerliebsten ablenken oder überraschen könnt, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond vom 18. November und der ist um 12.42 Uhr. Im Prinzip ist es ein guter Impuls hier für eure Karriere und ihr könnt darüber meditieren, wie ihr euch eure berufliche Zukunft und eure beruflichen Beziehungen vorstellt. Weil aber dieser Neumond ganz allgemein auch Ängste und Befürchtungen bewusst macht, kann es natürlich auch sein, dass ihr über so etwas nachdenkt. Schaut euch dazu bitte auch nochmal die kosmische Schwingung an. Da habe ich die Psychologie des Neumonds genau beschrieben. Falls es Schwierigkeiten gibt, denen ihr euch nun gerade nicht stellen wollt, dann macht einfach gar nichts und wartet ab, bis die Sonne ins Zeichen Schütze geht. Und das ist am 22. November und das ist für euch eine sehr positive Energie. Falls es Probleme gibt oder gab, dann sehen die Beteiligten das jetzt alles wieder in einem viel optimistischeren Licht. Am 23. November geht die Venus dann in die dritte Dekade und danach folgt eine sehr romantische Phase mit Glücksplanet Jupiter in einem wunderschönen Harmonieaspekt hier zu Romantikplanet Neptun und die geht vom 23. November bis zum 5. Dezember. Das wird euch gefallen und euch inspirieren für die Liebe und eure Beziehungen, vor allem auch, wenn sie eben auch mit eurem Beruf und eurem Lebensziel zu tun haben. Ab dem 23. November geht dann auch die anregende Energie von Mars in die dritte Dekade bis zum Ende des Monats. Und ihr habt dann nochmal einen Top-Tag am 25. November, das ist ein Samstag. Da steht der Mond in eurem eigenen Zeichen und aktiviert die Mondknotenachse. Das heißt, da ist nochmal eine besondere kosmische Chance, jemand Tolles kennenzulernen oder ganz allgemein, um mit netten Leuten etwas zu unternehmen. Wegen der starken Planetenbesetzung in eurem Karrierebereich können es eben auch immer Menschen sein, die euch Türen für euer Fortkommen öffnen. Es muss nicht immer der Seelenpartner sein. Vom 28. November bis zum 1. Dezember wird der Mars nochmal in einen recht hitzigen und spontanen Aspekt hier gehen, nämlich zum unberechenbaren Uranus. Aber zur Wassermannsonne stehen die Planeten gut. Das ist für euch eine sehr anregende Energie, besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Da seid ihr sehr spontan und offen für neue Ideen und natürlich auch für neue Flirts oder neue Leute. Ich denke, ihr werdet mit dieser Energie euren Spaß haben. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen.